man rein. Wie eine militarisierte Zone. Oh, über den Franzosen über den Zaun. Was sind das, Junkers? Jetzt ist wieder ein anderer Windjob. Das müssen wir jetzt auch langsam begreifen. Jetzt sind das Junkers? Das sind Heinkel-Nahaufklärer. Weißt du noch, wer ich bin? Sag mal, wer bin ich? Sag mal, kennst mich doch noch. Wer bin ich? Wenn du schon auf mich keine Rücksicht nimmst, dann denk wenigstens an den Jungen. Es ist besser für ihn, wenn er dich nicht mehr sieht. Wer bin ich, Olli? Sag mal, wer bin ich? Das siehst du, kennst mich doch noch. Nicht immer Olli zu ihm, er heißt Olaf. Kannst du ihm doch so einen bescheuerten Namen geben. Hey. Bitte geh jetzt wieder, bevor mein Onkel und meine Tante etwas merken. Ich kann mal was sagen, ich habe ein Recht darauf, den Jungen zu sehen, so oft ich will. Dann musst du aber für ihn zahlen. Wieso, hör mal. Hör mal, Karte Kohle genug, da zieht man dir doch an. Außerdem... Komm her. Holen wir! Außerdem weiß ich das. Ihm gehört eine Leihwäscherei und das Kaufhaus Kleinpreis. Der Laden von deinen Eltern gehört ihm auch schon halb. Erstaunt, ja? Ich weiß doch, dass das ein Jude ist. Na und? Ich meine ja bloß. Wie die ja Geld machen, weiß man ja. Er wird mich heiraten. Kauft er dich von deinen Eltern wie eine Ziege beim Bauern? Bitte geh jetzt. Wieso bist du denn so nervös? Das ist mir nicht so schwer. Ich denke immer noch an dich. Geh jetzt bitte. Den Jungen hole ich mir noch.
sein. Aber Vergnügen ist das auch nicht, ne? Hauptsache, wir haben wieder Arbeit. Tante Sophie, die Schwester von Papa. Und nun gehen wir zu den Hasen. Und wie alt wart ihr damals? Richard war 15 und ich war 12. Und wann ist euer Vater gestorben? Er ist 2 Jahre nach Mamas Tod unter den Berg gekommen. Und dann habt ihr allein gelebt? Ah. Richard hat schon gearbeitet. Hat er dir das nicht schon alles erzählt? Redet nicht viel darüber. Bist du nicht eifersüchtig? Worauf? Wenn du jetzt siehst, wie ich hier mit Richard lebe. Er ist dein Mann. Ich wollte nicht heiraten. Aber er hat darauf bestanden, wegen Shoshi. Sag mal, auf eurer Zentrale, wenn ihr da die Telefongespräche verbindet. Vermitteln heißt das. Könnt ihr da mithören? Nein. Das ist auch verboten. Wieso? Kommen zu euch nicht auch die ganzen Gespräche von der SA und der Partei? Das geht nicht. Das hat mich Richard auch schon gefragt. Ihr bekommt Besuch. Das ist Sophie, Richards Schwester. Hm? Schon viel von dir gehört. Nun spiel doch nicht rum. Was haben wir? Nee, danke, ich muss gleich zum Dienst. Aber mir kannst du eins geben. Du wirst ja immer ähnlicher, Jupp. Darüber lacht auch kein Mensch mehr. Das ist ein Kappelskopf, ne? Shoshi? Seit wann heißt er ein Shoshi? Schon immer. Als ich euch das letzte Mal besucht habe, da hieß er noch Wladimir. Shoshi kommt von Georg, falls ihr das nicht weißt. Den Namen hat er nach Richards und Sophies Vater. Ich denke, er ist Wladimir. Er heißt Georg Wladimir. Nach einem großen Vorbild, Wladimir Iljitsch Lenin. Das muss ja jetzt nicht jeder wissen. Ihr hättet ihn Adolf nennen sollen. Und hört mal auf. Komm her, mein Kleiner. Los, lass die Blödmänner quatschen. Ja. Trinken wir jetzt mal. Die deutsche Volksgemeinschaft. Sag mal, muss hier bei uns unbedingt in Uniform auftauchen? Wieso nicht? Ist ja Gott sei Dank nicht mehr verboten. Dann gehst du mit dem Ding auch ins Bett? Hör zu, ihr meckert hier rum und sitzt da wie mit dem Gesicht vom Weltuntergang. Ich will euch mal was sagen. Wir haben inzwischen wieder Arbeiterausschüsse und vor allem haben wir wieder Arbeit, um was zu fressen. Sozialdemokratie und die Kommune, das war für mich immer nur eine Notlösung, solange es die Nationalsozialisten noch nicht gegeben hat. Hier ist endlich mal was Neues passiert, was genau in unsere Zeit passt, was nur für uns Deutsche wichtig ist. Wo willst denn du hin? Aufs Klo. Solange das noch möglich ist, ohne dass ein SA-Mann mitkommt. Anstatt immer nur auf Russland und die Internationale zu schielen, sollte er lieber bei uns mitmachen, damit wir mit unserer Sache schneller weiterkommen. Schrei nicht so. Willst du uns unbedingt die SA auf den Hals setzen? Wenn ihr so sicher seid, dass ihr die Leute hinter euch habt, wieso habt ihr denn dann die anderen Parteien und die Gewerkschaften verboten? Aber zu, mein Kind, mit der deutschen Arbeit. Sie ist nicht dein Kind. Mit der deutschen Arbeitsfront haben wir immerhin unser altes Ziel erreicht, die Einheitsgewerkschaft. Du machst dir doch selber was vor, Max. Hier geht's doch nicht um unsere Rechte. Das Einzige, was da garantiert bei rauskommt, ist Unterdrückung und ein Zweiter Weltkrieg.
indem sich das Kapital auf unsere Knochen wieder gesund stößt. Nein, nein, nein. Das wird eine schlimmere Diktatur als im Kaiserreich. Ihr seid doch einmal für Diktatur des Proletariats. Ja, wenn du den Unterschied nicht begreifst oder nicht begreifen willst, dann kann ich dir nur eine fröhliche Volksgemeinschaft wünschen. Na, Vladi, kannst du schon an Hitler sagen? Ich muss jetzt gehen. Jetzt schon? Hallo, Mama. Wie siehst du denn aus? Zieh dir nächstes Mal was Ordentliches an, wenn du zu uns kommst. Da musst du jetzt gewöhnen, Mama. Ich hab was mitgebracht. Was denn? Wisst ihr, was das ist? Eine Kokosnuss? Das ist eine Ananas. Die wachsen in Südamerika. In Afrika glaube ich auch. Guck mal, was die Oma gekauft hat. Die musste quer aufschneiden. Also. Jede Menge Zeit. Komm ein Stückchen mit. Ich will was sagen. Hm? Eigentlich habe ich mich nur wegen dir so in Schale geschmissen. Das hätten sich aber sparen können. Stört's dich? Ich dachte, Sie wollten Franzi und meinen Bruder damit provozieren. Glauben Sie, dass Richard Schwierigkeiten bekommen wird? Der ist so ein Betriebsrat gewesen. Wir wissen doch jetzt alle, dass er ein Sozialdemokrat ist. Da drüben wohne ich. Direkt über der Wirtschaft. Wo wohnst du? Ich habe ein Zimmer in Langen. Wieso ziehst du nicht hier ins Haus? Da ist jetzt Platz genug. Bei mir brauche ich zur Arbeit nur über die Straße. Wenn wirklich was mit Richard ist, kannst du ja mich wenden. Ich hau ihn doch schon wieder raus. Ich muss jetzt aber weiter. Ein Stückchen noch. Hast du einen Freund? Dann geht sie gar nichts an. Und sie, jetzt hör mal auf mit sie. Kannst du gleich sagen, das geht sie nichts an, Herr Rottenführer. Möchtest du das gerne hören? Ach, Quatsch. Glück auf, Max. Herr Hitler, ich möchte zum Geburtstagskind. Bitte kommen Sie rein. Glückwunsch, Olli. Er heißt Olaf. Max. Kommt ihr mal alle mit? Ja. Nein.
Max Kruska? Mein Mann. Ich bin Ollis Vater. Sie haben Recht darauf, meinen Sohn zu sehen. Wollen Sie nicht mit ins Wohnzimmer kommen? Wir haben noch andere Gäste. Nee, danke. Sie sind auch alles Juden? Max, bitte. Ich hoffe wirklich, Sie sind gekommen, um Olaf zu sehen. Nicht, um meine Frau und mich zu provozieren. Wieso haben Sie den Jungen weggeschickt? Ich möchte nicht, dass er Zeuge unserer Auseinandersetzung wird. Das werden Sie doch verstehen. Hören Sie mal, Ihre arrogante Art und Weise passt mir überhaupt nicht. Es tut mir leid, wenn Sie das so empfinden, aber ich bin nicht arrogant. Ich sehe auch gar keinen Grund dafür. Sie halten sich doch bestimmt für etwas Besseres als ein Kumpel. Sie suchen Streit mit mir, nicht wahr? Sie ziehen lieber anderen Leuten das Geld aus der Tasche. Macht man sich auf die Finger dreckig. Max, willst du... Sie glauben, vielleicht für Geld können Sie sich alles kaufen. Ich will Ihnen eins sagen, wenn Sie die Absicht haben, meinen Sohn zu adoptieren, werde ich Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Dann müssen Sie mir erstmal den ARIA-Nachweis zeigen. Du kannst hier doch jederzeit vorbeikommen und Olaf guten Tag sagen. Max. Einen Moment, Max. Hör zu, ich wollte mich nur bei dir entschuldigen. Meiner Frau und mir ist das ja auch alles nicht recht mit Charlotte. Wir haben am Anfang ja auch nicht gewusst, dass er Jude ist. Mein Hitler, Max. Kameraden, Bergleute, heute am Geburtstag unseres Führers ist es ein ehrenvoller Anlass für uns, zu seinem Ruhm und zum Wohle unseres Volkes dieses moderne Schremmgerät in Betrieb zu nehmen. Damit wollen wir dazu beitragen, den absoluten Höchststand in der Geschichte des Ruhrbergbaus von insgesamt mehr als 130 Millionen Tonnen jährlicher Kohleförderung noch weiter heraufzusetzen. Für ein großes, modernes und starkes Deutschland. Es handelt sich hier um eine Kettenschremmmaschine, die die deutsche Firma Eickhoff entwickelt hat. Der Antrieb erfolgt über einen Druckluft-Pfeilradmotor von 50 PS bei Fiat Tü. Die regulierbare Marschgeschwindigkeit beträgt 12,5, 25, 37,5 und 50 Meter in der Stunde. Heil Hitler! Heil Hitler! Glück auf! Sie wird darauf legen, hier ist meine Vollmacht. Ich glaube, Sie auch so, von Schlöndorff. Mich wundert nur, dass meine Frau die Vollmacht nicht Dr. Heißler erteilt hat. Er steht mir doch schließlich näher. Als Hauptaktionärin der Herrn Stammer Stahl AG steht Ihre Frau dem Verkauf der Zeche Siegfried zu. Meine Meinung kennen Sie. Mein Herr Sohn hat es nicht mehr für nötig, pünktlich zu sein. Herr Fadun, ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, Ihr Sohn hat mir mitteilen lassen, dass er heute unabkömmlich ist. Unabkömmlich? Gut. Die Sache war also für Sie schon erledigt. Wozu haben Sie mich dann noch herkommen lassen? Oder hat die Reichsvereinigung Kohle noch etwas daran auszusetzen? Wenn sich die Ultrachemie ihre Kohle sichert, ist das absolut im Sinne unserer Planung. Wir erwarten vor allem von den Produkten der chemischen Industrie eine weitere Unabhängigkeit vom Rohstoffimport. Dann kann ich Ihnen nur zu Ihrem Geschäft gratulieren. Gestatten Sie mir noch eine Frage. Sie haben an die Betriebsführer der Zechen ein Rundschreiben gerichtet, in dem Sie dazu auffordern, ich zitiere Sie doch richtig, dass alle Unternehmen, die sich an Hitlers Rüstung beteiligen, nicht mehr mit Kohle beliefert werden sollen. Ein hoffnungsloser Appell, fürchte ich. Haben Sie mal daran gedacht, wie Ihnen sowas ausgelegt werden kann? Als Sabotage. Wollen Sie mir drohen? Es sollte lediglich eine Warnung sein. Wir dürfen uns nicht für ein schnelles Geschäft in einen neuen Krieg treiben lassen, den wir wirtschaftlich und wahrscheinlich auch sonst nicht überleben werden. Wer redet denn von Krieg? Wieso sollten wir einen Krieg wollen? Nach Ihrer eigenen Theorie sind Sie darauf angewiesen. Ich fürchte, damit machen Sie sich doch nur lächerlich, Rewandowski.
Wissen Sie, Heißler, wenn Sie nicht diese scheußliche Armbinde tragen würden, könnte man Ihr Habitus an einer gewissen Distanz für eine knappen Uniform halten. Das soll ein Kompliment sein. Grüßen Sie meine Frau, Heil Hitler. Willst du aus unserem schönen alten Park ein zweites Reich Sportfeld machen? Was soll die Maskerade? Ich muss dich sprechen. Wie gefällt dir unser Fest? Ich finde diese verlogene Verbrüderung da draußen ekelhaft. Sowas solltet ihr eigentlich dein Verantwortungsgefühl gegenüber deinen Arbeitern verbieten. Oder willst du denen vormachen, dass du einer von ihnen bist, nur weil du die gleiche Uniform trägst? Das gehört eben dazu. Warum bist du nicht in den Club gekommen? Warst du zu feige, mir bei eurem abgekarteten Geschäft in die Augen zu sehen? Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte das auch nichts mehr geändert. Durch unsere Anteile haben wir ein sicheres Mitspracherecht. Und ich bleibe Direktor. Im Grunde genommen bleibt alles beim Alten. Aber die Ultrachemie finanziert uns die notwendigen Rationalisierungen. Siegfried ist unser ältester Betrieb! Hier hat dein Urgroßonkel vor 100 Jahren mal angefangen. Jetzt wirst du sentimental. Das ist ja ein ganz neuer Zug an dir. Heißler ist ein aalglatter Funktionär. Ich habe deiner Mutter eine ganze Menge Verrücktheiten zugetraut. Aber weiß Gott nicht, dass sie auf so einen reinfällt. Er hat sich nicht entblödet, zu unserer Verhandlung in SS-Uniform zu erscheinen. Bist du nur gekommen, um dich wieder einmal über Mama zu beklagen? Er hat mich gewarnt. Man könnte mir mein Rundschreiben als Sabotage auslegen. Was das bei denen bedeutet, weißt du besser als ich. Ich nehme an, er nimmt es genauso wenig ernst wie ich. Dir geht es doch hierbei nur um deine ganz persönliche Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten. Damit machst du es dir zu einfach. Du glaubst immer noch an den liberalen Typ von einem Unternehmer, der sich in nichts reinreden lässt. Ja. Mir scheint, du hast nicht begriffen, dass sich etwas ganz Wesentliches verändert hat. Nämlich, dass wir alle, egal ob Arbeiter oder Unternehmer, uns mit allem, was wir tun, dem Dienst an unserer völkischen Gemeinschaft unterzuordnen haben. Doch. Ich habe begriffen. Erinnerst du dich? Nach dem Krieg? Als Arbeiterräte die rote Fahne auf dem Förderturm gehisst haben? Du warst gerade 13 oder 14. Da bist du von zu Hause weggelaufen und wolltest mit denen die Revolution machen. Aber sie wollten dich nicht haben. Würdest du bitte so freundlich sein und dafür sorgen, dass ich ohne Belästigung zu meinem Wagen komme? Thank you.
Martin. Auf, Herr Generaldirektor. Egal, kommst du in der Nacht. Jawohl, Herr Generaldirektor. Bergmann. Hier, nimm das. Das für dich, nimm schon. Danke, Generaldirektor. Vielen Dank. Schon gut, geh jetzt. Die mussten nicht alles mitbekommen. Ich habe den auf den Bildern noch nie mit einer Frau gesehen. Das war keine. Vielleicht ist er andersrum. Das wäre ein Ding. Sekal. Zeit für Weiber, der muss sich um den Sohn kümmern. Wir kümmern uns nur um uns. Ja? Wenn wir heiraten, dann ein finsteres Problem. Bis zu 1000 Mal. Gehen wir mit unseren Kindern zurück zum Fiesesblach, kriegen wir 215 Mark. Bei 4 Kindern muss man überhaupt nichts zurückzahlen. Das ist eine klare Rechnung. Nö. Das ist mir zu viel. So viel will ich nicht.
Da wird keine Zeit mehr für uns. Na gut. Was ist im Abstottern? Ich rede mal mit unserem Blockverwalter. Ein Haus für uns, wenn die Alten ratslos ausziehen. Da bringe ich das bloß alles meinem Bruder bei. Wilhelm Schulz, mein lieber Freund, der hatte eine Ziege. Ach, was ein Wundervieh. Glaub nicht, dass ich lüge. Glaub nicht, dass ich lüge. Weil sie wurde gut gepflegt, tat sie es belohnen. Denn sie gab die Kaffeemilch. Denn sie gab die Kaffeemilch. Denn sie gab die Kaffeemilch und die Kaffeebohnen. 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 Was ist? Guten Abend, Richard. Ich dachte, du bist zu Hause. Du war oben bei mir auf Zimmer. Kann ich dir mal einen Augenblick sprechen? Geh mal in der Theke. Das Wort erstmal liegt für dich, Richard. Er kommt nach dir. Er ist ein Bruder, der abhauen kann. Wir sind ihm sowieso zu. Das Wort erstmal liegt für dich, Richard. Er ist ein Bruder, Richard. Stimmt's, Jupp? Jo. Also, ich und Sophie. Ich meine, Sophie und ich, wir werden heiraten. Wie lange geht das schon? Ein paar Monate. Sie hat mir nie was davon gesagt. Oh, sie hat Schiss gehabt, dass es ihr verbietet, weil ich für dich immer noch ein gottverdammter Nazi bin. Bist du ja auch. Also, wenn du sonst nichts gegen mich hast, ich finde dich zum Beispiel anständigen Kumpel, obwohl du funktionär bei den Sozis bist. Ich kann auch nichts dafür, dass der bei Reis das Wein kürzer gezogen hat. Kannst du mir noch die Jahre lang vorwerfen. Habt ihr schon eine Wohnung? Liebst du ihn denn? Sich jetzt meinetwegen prügeln? Du kennst doch deinen Bruder, der prügelt sich nicht. Ich bin mal mit einem Belgier zusammen gewesen. Dem hat er fast eine Rippe gebrochen. Obwohl überhaupt nichts weiter war. Und mich hat er sich damals nicht geprügelt. Du meinst mit Jupp? Hm. Weißt du, Max ist irgendwie immer schon ein Spinner gewesen. Ich meine auch politisch. Aus Jupp werde ich nicht schlau. Ich hoffe, wenn ihr erstmal Kinder habt, dann wird Max auch endlich mal erwachsen werden. Im Grunde ist er gutmütig. Du musst ihn nur immer ein bisschen bewundern. Dann kannst du ihn um einen kleinen Finger wickeln. Ich weiß. Ja. Tschüss, Mama. Ich bring Kartenfotos mit. Nimm dich an, die Berge hätte ich auch mal gern gesehen. Kann er doch kommen, Mama. Maxe, Koffer. Danke, Mama. Sophie, wenn du oben nicht, wird's ein Mädchen.
Gute Reise. Hey, weißt du, was da vorne los ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder irgendein Aufmarsch oder sowas. Vielleicht hat Adolf schon wieder Geburtstag. Komm, sei still, Dicker. Kann doch sein, dass er zweimal im Jahr Geburtstag hat. Er ist schließlich der Führer und nicht so ein Arschloch wie du und ich. Hast wohl heute früh schon einen in der Mütze, wa? Komm, wir hauen ab. Komm. Da stinkt was. Name. Köhler. Hi, Lidler, 507. Name. 215. Name. Bozelny. 314. Name. Brosch, Richard. Sie kommen bis auf Weiteres in Schutzhaft. Warum? Weiter. Wer gibt euch das Recht dazu? Weiter! Keine Begründung! Herr Littler, 512. Oleski. Danke. Herr Littler, 154. Kowalik. 220. Schutzhaft! Sie machen sich auch noch lustig über uns! Und warum haben Sie dich nicht festgenommen? Ich habe Richard gewarnt, er hätte noch abhauen können. Und dann? Ja, und dann? Wir hätten ihn über die Grenze nach Belgien gebracht. Und warum bist du noch hier? Zieh deine Jacke aus und trink erst mal einen heißen Tee. Ja, danke, Pauline. Ich muss gleich wieder weg. Du hättest doch mit Schorschi nachkommen können, Franzi. Hättest du das gemacht? Hätte. Was soll denn das? Jetzt ist es sowieso zu spät. Vielleicht lassen sie ihn wieder frei. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich wollte dich das auch fragen. Was? Ja, was Pauline dich gerade gefragt hat. Natürlich wären wir hinterher gekommen. Wieso? Ja, nur so. Muss ich wissen. Also, bis bald mal wieder, Franzi. Pauline? Tschüss. Mama, ich bin noch nicht da. Der hat noch Nachtschicht und verschwinde wieder. Verdammt noch mal, kann man sich endlich mal in Ruhe ausholen? Komm. Mama bringt dich wieder ins Bett. Ich glaube, dass Strelo geredet hat. Kennst du ihn dann noch? Aus der Gießerei bei uns. Wie kommt er darauf? In der Nacht, bevor ihr gekommen seid, haben sie ihn 2 Stunden zum Verhör geholt. Die mussten noch so bei mich Bescheid von Anfang an. Ich habe die Liste schon in der Hand gehabt, aber dann ist der Stanek reingekommen und hat sie mir weggerissen. Ich habe deinen Namen noch gelesen, aber ich konnte dich nicht mehr warnen. Sie haben mich gleich als Ersten geholt. Hast du schon mit Strelo gesprochen? Nee. Die Kommune macht ja auf Distanz mit uns. Und umgekehrt. Wie lange ist Reinhard schon hier? Die haben ihn zusammen mit Strelo gebracht. Strelo und ich sind hier die Einzigen aus dem Stahlwerk. Die anderen von uns sind alle nach Dortmund gekommen. Ich glaube, ich gehe mal rüber. Fände mal eins. Die zeigen dir die kalte Schulter. Ich werde mit Reinhard reden. Für die sind wir immer noch die Arbeiterverräter. Verdammten Schweine sollen uns endlich mal was zu trinken bringen. Ich habe einen unheimlichen Brandhörner. Ich wundere nur, warum sie Jupp nicht geholt haben. Den kannst du vergessen. Wieso? Karl Bötzkes.
Namen Karl. Was meinen Sie, Reinhard, warum man uns hier zusammen eingesperrt hat? Wahrscheinlich deswegen, damit wir Ihnen die Arbeit abnehmen und uns gegenseitig die Schädel einschlagen. Das mag sein. Aber wir werden Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Genossen, lasst uns jetzt gemeinsam Brüder zur Sonne, zur Freiheit singen. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Brüder! Seid ihr Bergleute? Ja. Ihr seid doch nicht nur SA-Männer, ihr habt doch einen Beruf, nicht? Oder? Halt's Maul! Den Stock weg! Jetzt werden wir mal mit dir den deutschen Gruß üben. Du Sozi-Schwein. Ja. Auch nichts Neues. Das kenne ich schon zu Kaisers Zeiten. Halt das Maul unten im Haltung an. Hand an die Hosennaht. Hand an die Hosennaht! Pass mal auf. Das lernst du jetzt ganz von selber. Da siehst du. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, jetzt hebst du den Arm um 30 Grad und sagst laut und deutlich: Heil Hitler, es lebe mein Führer. Ja, nun mach schon. Und immer schön die Hose festhalten. Wir wollen doch nicht deine Liebestöter sehen. Ja, nun mach schon. Heb den Arm, du Schwein! Jetzt heb den Arm hoch.
Ist Post gekommen? Das ist Franzis Handschrift. Stimmt? Was denn? Mit denen reden. Dass sie ihn wieder rauslassen. Wir fahren morgen zurück. Das geht nicht. Wir können doch mit dem Zug fahren. Auf unsere Kosten. Ich will nach Hause. Hier. Wie soll ich mich denn hier wohlfühlen, weil ich weiß, dass er es nicht kennt? Darüber zu reden. Die werden sie in ein paar Tagen sowieso wieder freilassen. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Vorsichtsmaßnahme? Was denn für eine Vorsichtsmaßnahme? Obersturmführer, Sturmhauptführer, Sturmbannführer, Obersturmbannführer. Komm schon, Dicker, lass mich rein. Jetzt mal dein Schlafzimmer. Mein Gott, stell dich nicht so an. Wechsel doch die Türen auf. Na, und Ingrid. Stör ich? Schon gut. Nochmal hätte ich sowieso nicht gekommen. Was ist denn die hier? Die habe ich mir von Max gepumpt. Sind die denn schon wieder zurück? Nee, 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 der weiß nichts davon. Was willst du denn damit? Hier. Passt doch, oder? Willst du jetzt auch so rumrennen? Ja, ich habe auch noch mehr mitgebracht. Guck mal.
Kannst du mir das mal da dran nähen, Ingrid? Das? Ja, wofür ist das denn? Das ist vom Hauptsturmführer? Obersturmbahnführer. Wie hast du denn die besorgt? Ach, scheiße sind die Dinger, ey. Und das hier? SK, was soll das heißen? Da kannst du dir doch wohl denken, SK. Sonderkommando. Kenn ich nicht. Ich habe immer geglaubt, dass Max auf größerem Fuß lebt als ich. Ja, das kannst du auch gar nicht kennen. Das habe ich nicht mehr erfunden. Du musst mir genau sagen, wo das alles hinkommt. Gib mir meinen Nähkorb. Moment mal. Erstmal soll er uns sagen, was er damit vorhat. Ja, nur mal keine Angst. Das ist nur eine kleine Wette. Dann mach hin, Süße. Führer Kreitel, Sonderkommando Essen. Wir holen hier ein paar von Ihren Schutzhäftlingen ab. Jetzt lassen das ganze Gesindel mal zackig antreten und sperren Sie das Tor für unseren Wagen auf. Jolo, schon vor. Ja, was ist? Ich bin über den Auftrag nicht informiert worden, schon vor. Robert Rupfrey hat Schaß, immer nicht gleich die Hosen voll, ja? Kriegst du denn? Schon weitergereicht. Welche Leute geht's denn? Sie sind hier nicht beim Verhör, Obertruppführer. Hallo, schon vor. Aber ich... Sie wissen wohl gar nicht, was Sie da für einen Fang gemacht haben, ne? Ich denk schon, Obersturmführer. Alle Achtung. Alle Achtung. Lass uns mit Leute antreten, mach auf! Schmidt, ihr wisst Bescheid. Obertruppführer? Obersturmführer? Essen Sie ruhig weiter. Danke. Obersturmführer. Ja, welchen? Vielleicht. Wir haben erfahren, dass die Gestapo die Leute der SS ausliefern will. Ich halte es doch für besser, wenn die Leute bei uns bleiben. Die SS brüstet sich sonst wieder damit, die Sache aufgedeckt zu haben, und die SA hat wieder einmal versagt. Sie verstehen? Ja, sicher. Herr Oberstummernführer. Wir werden Ihnen eine Spezialbehandlung verpassen. Spezial? Wollen Sie die Verladung nicht persönlich überwachen? Also ich kann mich auf meine Leute verlassen und auf Ihre denke ich doch auch. Aber sicher, meine Leute sind... Aufsetzen! 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 Und
Karl Benzkes, Bordketten! Richard Bosch, Bordketten! August Strehlau, Bordketten. Willi Reinert, Bordketten. Das sind die alle. Ja, ist gut, ich warte. Ja, pass mal auf, gut, dass du anrufst. Ich wollte dich mal was fragen. Hier ist ein... Ich werde ihn nicht kneifen. Sollen wir ruhig den Prozess machen? Wer darf mein Recht pochen? Ihr könnt uns doch nicht zwingen, unterzutauchen. Hier ist ein Gürtel. Frenzi wäre mit Schorschi nachgekommen.
Gott. Ich bring die Wäsche von der Caritas. Das muss ein Irrtum sein. Ich habe keine Wäsche bestellt. Doch, doch. Danke. Das schickt uns der Jupp. Hey, wir machen mal ein Foto. Ruffi! Hey, lass uns mal schnell ein Foto machen. Hör auf. Ruffi, ich bin vorher. Hey, komm mal, mach mal ein Foto! Kommt doch mal wacker, Sophie! Wo muss ich denn drücken? Da ist der Auslöser. Sophie, komm her. Die Kleine, da haben wir auch dabei. Hey, komm mal näher ran! Hast du alles drauf? Ja, noch ein bisschen mehr zusammen. Mal. Lachen! Ja, gut, ja, schön! So, ist gut! Das Sparheft für den KDF-Wagen! 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 Max, ich mach mein Foto von euch! Sparheft für den KDF-Wagen! Ja, das ist gut, Max! Das Sparheft für den KDF-Wagen! Ja! Komm mit, hast du schon gemacht? Ja, komm! Ja, Max, so ist gut. Ja, noch ein bisschen mehr nach vorne. Ja, und jetzt musst du lachen. Ja, so ist gut. Pauline, ja, so ist toll. An meiner Ziege hab ich Freude. Ist ein wunderbares Tier. Haare hat sie wie aus Seide, Hörner hat sie wie ein Stier. Oh, meck, 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 meck. Hm? Hör mal. Was ist das? Ja, nix. Hör doch mal. Hörst du nix? Das sind Besoffene. Stören wir dich? Ich gehe auch gleich wieder. Ich wollte dich nur fragen, ob du Olaf für ein paar Tage bei dir aufnehmen kannst. Sag deinem Vater guten Tag. Heil Hitler! Mom, Tolly. Ich bin Charlotte Grünwald. Ich bin Max Frau.
Entschuldigen Sie. Was ist denn passiert? Sie verfolgen uns. Die ist alle Schaufensterscheiben eingeschlagen. Fürchterliche Sprüche an die Hauswand geschrieben. Sie müssen wissen, mein Mann ist Jude. Er hat wirklich niemandem etwas getan. Und er war ein wundervoller Vater für unseren Olaf. Ich bin vorgestern mit dem Jungen zu meinen Eltern gezogen. Da sind sie auch hingekommen. Sie haben die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Meine Eltern haben sich oben in ihre Wohnung eingeschlossen. Die haben doch überhaupt nichts damit zu tun. Ich bin mit Olaf durch den Hinterausgang geflohen. Er hat schon in seinem Bettchen gelegen. Hast du dir aber schnell wieder fein gemacht, wa? Es geht nicht um mich. Es geht um das Kind. Ich glaube, dass er bei dir sicher ist. Du bist ein überzeugter Nationalsozialist. Du kannst oben in der Kammer schlafen. Na, geh schon mal hoch, zieh dich aus. Sophie, mach dir das Bett. Was ist mit dir? Ich geh jetzt. Warte einen Moment. Bring dich rüber. Wissen Sie, es ist mir so peinlich. Ich glaube, Sie wissen gar nicht, wie glücklich Sie sich schätzen können. Mein Mann ist sehr viel älter als ich. War für mich eigentlich mehr eine Art Vater. Ich habe immer auf meine Eltern gehört. Es ist mir auch eigentlich immer sehr gut gegangen, aber... Wenn das stimmt, dann können Sie doch zufrieden sein. Sie sind noch sehr jung. Ich bin 24. Eben. Als ich 24 war, da dachte ich noch... Sie haben Pech gehabt, das ist alles. Ich frage mich nur, womit ich das verdient habe. Sie sind hier gerade erst eingezogen? Ja. Möchten Sie eine Tasse Kaffee trinken? Nein, nein, danke, ich nicht. Ich wollte nie in so ein Haus ziehen. Ich habe diese Häuser immer gehasst. Ich muss jetzt die Kleine trocken wiegen. Ja, natürlich. Wiedersehen. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ich glaube, Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Aber Olaf wird Ihnen keinen Ärger machen. Er ist sehr gut erzogen. Darauf hat mein Mann immer geachtet. Wir gehen vorne raus. Und gleich zurück. Wir haben Besuch gehabt. Mit einer Frau mit großen, großen Ohren. Hm? Würden Sie mir jetzt bitte das Bett machen? Du musst noch einen Moment warten, ja? Kann ich Ihnen behilflich sein? Nee. Sind Sie die Frau von meinem Vater oder sind Sie nur mit ihm liiert? Ich bin verheiratet. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Das ist ein Mädchen. Das trifft sich gut. Ich verstehe mich mit Mädchen besser als mit Jungen.